So, hallo Leute, neue Folge GTA 5. Diesmal machen wir genau da weiter. Wie jedes Mal. Jetzt ruft gerade Michael an. Trevor! Hey! Mikey! Hey, listen! Loving it here in LS. Really settling in. Getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Oh, you bet it's okay. Listen, I gotta do a little prep work, but so far it's looking pretty tasty. I'll need you to bring along that kid you've been hanging with, Franklin. Sehr schön. Hat das jetzt eine neue Mission aufgemacht, oder? So, wir müssen jetzt mal rausgehen hier, um die Karte sehen zu können, ganz. Warte mal. Wer spricht gerade mit uns? Da hat doch gerade jemand gesprochen. Um was? Um mit wem zu spielen? Wait. Ich habe ein U-Boot gesehen. Was haben wir noch so für Nachrichten? Ja gut, die war von der Mission. Ja gut. Nichts Wichtiges. Der spricht doch. Ist der doch drin, gell? Okay, ja. Egal, komm. Genau, wir wollen ja gerade raus, damit wir die komplette Map sehen. So. Gehen wir direkt mal da runter, wo dann noch Auto steht und so. Und da steht sogar noch das Auto hier. Das ist ja gut. So, Karte. Und dann mal. Hier oben gibt's noch was. Aber wir gehen jetzt wahrscheinlich erstmal hier unten hin zum Hafen, wo irgendwie ein U-Boot sein soll. Das machen wir nämlich jetzt. Da gehen wir jetzt hin mit dem tollen Auto hier. Und dass wir aus irgendeinem Grund nicht von der Seite aus einsteigen. Komisch, naja. Okay, dann fahren wir mal los. Moment mal, gibt es da bessere Autos? Wer weiß, kann man schauen. Irgendwie sehen die Cabrios fast noch schneller aus als das andere hier, oder? Ne, wir nehmen das nicht Cabrio. So, es wird hoffentlich keine Polizei da sein. Wenn nicht, dann. Egal. Die können uns eh nichts. So. Ja, es ist auch schon schneller als das andere. Ach. Oh, jetzt haben wir eine schöne Aussicht. Ohne Scheiben. Oh, das. Das bricht aber sehr schnell aus. Muss ich gerade mal sagen. So, jetzt wird es Zeit für ein Zufallsradio. Über 4 Kilometer. Aber mit dem Auto hier geht es ja schnell. Hoffentlich. So, ja, genau. Ohne Rammen hier durch. So geht's am schnellsten. Hier nach rechts. Hier nach links. Genau so. Ja, ja, was ich rumhuben. Die Laterne hat eh keiner gebraucht. Ah, hier sind wir, ich glaube, letzte Aufnahme entlang gefahren, vor ein paar Folgen. Ich erinnere mich dran, wie wir entlang gefahren sind. Ich glaube, das war da, wo wir am Hafen den Job da angenommen haben. Und dann Fotos von dem Schiff gemacht haben. Genau. Weil ich erinnere mich an Sachen, die irgendwie schon über eine Woche lang her sind. Ist ja verrückt. Warum zeigt uns gerade das Navi so eine Schlangenlinie auf der Straße an? Naja, wer weiß. Vielleicht passt sich das Navi an unsere Fahreigenschaften an und sagt uns schon so, ja, fahr mal hier Schlangenlinien, das kannst du ja so gut. Oh, oh. Ja gut, wir müssten hier eh rechts runter. Also so schlimm ist es gar nicht.
Hallo, ich darf hier durch. Hab ich gehört. Ach, hier geht's jetzt wieder hoch. Ja gut. Oh, oh. So. Nein. Na gut, wir haben nichts gerammt gerade bei dieser... Lappalie hier. Wo wir von der Spur abgekommen sind. Nein. Alter, war das knapp. Oh, noch 1 Kilometer. Jetzt sind wir bald da. Ich muss sagen, das ist nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste, oder? Das ist mit Abstand nicht das Schlechteste. Oh, hier durch die Schranke. So wie sie es gehört. Oh, LKW, wir haben Vorfahrt. Hol dir das Tauchboot. Ist es nicht ein U-Boot? Wer weiß. Wo ist es? Aha. Kann sein, wir müssen erst auf das große Schiff und dann von dem großen Schiff in das Tauchboot, ja. Kann das sein? Das erinnert mich gerade an den Anfang von GTA 4. Das ist Hafengebiet hier. Wo ich GTA 4 nie durchgespielt habe. Ich glaube höchstens irgendwie die ersten 10 Missionen, wenn überhaupt. Hallo, Entschuldigung. Wo geht's hier zu dem U-Boot? Oder zu dem Tauchboot? Ja, ich gehe schon noch früh genug. Ja. Call die Police mal. Hä, Moment, war hier nicht gerade noch das Schiff? Das Tauchboot? Wir klären mal kurz da hoch. Ach da. Okay, Moment. Ja, kletter hoch. Nein, nicht da. Oh Gott. Boah, jetzt haben wir noch hier die ganze Zeit diesen Stand. Aber zum Glück kommt noch keiner. Das ist ein Schatz. Nehmen wir halt doch die Leiter hier. Aber vielleicht kommen wir jetzt da hoch. Nicht. Warum kommen wir da jetzt nicht hoch? Hallo. Boah, Junge. Ja, aber ist manchmal schon ein bisschen dumm. Mal jetzt ehrlich, wie soll man denn da jetzt hochkommen? Oder darüber zu dem U-Boot? Nein! Oh Gott! Ich schwimme mal kurz mal unter dem Schiff durch. Wird hoffentlich nicht so schlimm sein. Kommen wir da auch mal wieder hoch irgendwie? Alter. Was war denn das jetzt gerade bitte? Tja, weil da einfach mal nicht hochkommt. Kommen wir an dem Stahlding hier vorbei? Ja, okay. Mist. Sind wir dann noch runtergefallen vom Boot? Das ist überhaupt nicht gut. Erstmal wieder hochkommen irgendwo. Die haben ja leider keine Türen unten dran. Und oben wartet auch noch die Polizei. Die uns aber nicht mal verfolgt, zum Glück. Aber wir regenerieren uns. Das ist auch ganz gut. Hallo, Luda. So. Wir regenerieren uns immer noch, oder? Ja, anscheinend gerade nicht mehr. Gut, dann gehen wir mal wieder da hoch. Dann gehen die Sache dieses Mal mal professioneller an. Also nicht nur professioneller, sondern einfach mal überhaupt mal professionell. Das vorhin war ja nicht ansatzweise professionell. Moment, dann geht's glaube ich hier entlang. Kann es sein, dass ich... Ich glaube, ich muss ganz vorne irgendwo hoch, gell?
stelle mich hier auch gerade schon wieder an. Ist unglaublich. Hoch da? Hallo? Was? Man kann da nicht hochklettern. Ja, doch. Dörber. So. Das ist das Boot. Und wie genau soll ich da jetzt hin? Nehmen wir, da kommt man nicht hoch. Hier sind Fässer. Kommt man auch nicht hoch. Hä? Moment mal. Was zeigen mir eigentlich diese Punkte hier? Auf der Map, der grüne und der blaue. Ach so. Ja. Vielleicht zeigen die mal an, wo ich hin muss. Könnte das vielleicht der Fall sein? Ja, das könnte vielleicht der Fall sein. Boah, ich bin so schlau, ne? Ist nicht mal normal. Was? Jetzt ergibt das Ganze auch noch Sinn. Ist ja verrückt. Jetzt springen wir da mal. Ist es jetzt dein Ernst, Torwart, dass du jetzt da nicht mehr reinspringen kannst? Boah, Torwart. Ist ja wirklich dein Ernst. Naja, dann machen wir es mal wie vorhin. Da haben wir jetzt ja schon Erfahrung drin, wie man das macht. Hui. Oh, das Boot. Da schwimmen wir jetzt auch hin. Klettere auf das Tauchboot. Oder das U-Boot, ja. Ja, wie klettert man da denn hoch? Hä? Was war denn das jetzt? Oh Gott, nochmal. Okay. Dieses Mal gehen wir die Mission professioneller an. Schauen wir mal, wo wir starten. Okay. Damit lässt sich ja noch, ne? Und so. Wo ist der Typ, der die Polizei ruft? Mist, jetzt wird die Polizei doch gerufen. Mein Plan ist nicht aufgegangen. Ja, natürlich schlecht. Ah doch, Moment, die Polizei wird doch nicht gerufen. Ja, das ist natürlich gut. Ja, das haben wir schon mal gesehen. So. Schauen wir mal, ob es nicht doch auch noch einen besseren Weg hier runter gibt. Vielleicht hier hoch oder so. Bisschen Abwechslung. Dass die Mission nicht immer gleich aussieht. Bei den folgenden 20 Versuchen. Okay, so kann man es auch machen. So. So, klettere auf das U-Boot. Dieses Mal sterben wir hoffentlich nicht. Das wäre ganz schön, ja. Wenn das jetzt mal nicht von uns wegschwimmen würde, wäre es auch ganz schön. Boah, guck mal, wie gut ich bin. Boah, ich habe es sogar geschafft hier rein, ist ja unglaublich. Sag mal, wie steuert man das jetzt? So wie alles andere. Kann man das auch abtauchen? Foy, I've got that submarine we talked about. You gotta help me store it for a few days. Foy, don't go quiet on me or I'll come around and I'll, well, we both know what I'm talking about. Okay, alright. Bring it around the Pier 400 at the Western Docks. On my way.